Ich hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, wie der genau funktioniert, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Habe ich auch nicht gemacht. Ich bin mal gespannt. Es ist auch noch meine Map, glaube ich, ne? So, also jetzt warte mal ganz kurz. Also, Wache rufen. Okay. Kann eine Wache rufen, ich verstehe. Und er patrouilliert jetzt hier lang. Okay, I see, ich verstehe. Ich verstehe, wie er funktioniert. Ist das jetzt immer ein spezielles ist das immer, ne? Und die erscheinen hintereinander. Das sind wahrscheinlich nicht mal dieselben. Hallo? So, da hat sie schon mal den ersten Hit drin. Komm mal her, hier, mein Fräulein. Kommen Sie mal her, hier. So! Und damit. Ah, das ist eine Palette, ne? Naja, egal. Jetzt geht's erstmal für dich an den Haken, würde ich mal sagen, ne? Mein Freundchen. So nicht! So nicht, mein Freund. Und damit hat der Gender wieder ein Damage. Oh, Junge, ist der langsam dabei, ne? Bei dem Ding hier zerstören. Aber das gefällt mir, ne? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, dass das eine sehr gute Idee wäre, tatsächlich. Weil der ja dann nicht weiterkommt. Aber der hat auch gerade gut funktioniert, tatsächlich. Komm mal her, mein Fräulein. Scheiße. Kommst du mal jetzt immer wieder her, hier. Okay. Ich habe keine Ahnung. Die hat die Palette einfach verschwendet. Das hat so überhaupt nichts gebracht. Die hat die Palette doch nicht umgeworfen. Sehr interessant. Bitte sag mir, dass jetzt hier keiner ist. Sehr gut. Und damit ist sie das zweite Mal am Haken. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt hier nochmal kriege, ist die eine tote Frau. Junge, das ist aber auch eklig, ne? Das ist aber auch eine eklige Fähigkeit. Das ist eines Geliebter, der keinen Bock mehr. Der Ritter ist schon ein ziemlich geiler Charakter. Ich muss sagen, ich habe mit ihm Spaß tatsächlich. Der hat halt eine relativ spaßige Mechanik für den Killer an sich mit dieser Patrouille, ne? Vor allem kann man dann immer ganz gut gucken, ob da irgendjemand ist, ne? Das ist sehr, sehr praktisch. Willst du mehr Killer oder Survivor spielen? Ich will beides mal so ausgewogen spielen. Ich habe sehr, sehr viel Survivor gespielt. Deswegen möchte ich jetzt mal ein bisschen mehr Killer spielen auch wieder. Oh, leider habe ich nur ganz knapp nicht getroffen, ne? Ja, ist B-Tier. Ja, das ist mir egal, ob der B-Tier, S-Tier oder A-Tier ist oder was auch immer. Ich finde die jetzt so, ist ganz spaßig. Liegt vielleicht auch daran, dass die Gegner wahrscheinlich nicht so stark sind, ne? Was halt mein großer Vorteil ist. Okay, ich habe keine Ahnung, was da sein Plan war. Dachte er, ich wäre da drin oder was hat er sich gerade gedacht? Vielleicht weiß er auch gar nicht, wie der Ritter funktioniert. Ne? Das kann auch sein, dass er das überhaupt nicht weiß. Naja. So, jetzt ist nur die Frage, wo der andere Typ ist. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So, das ist der Meuchler, ne, den ich jetzt habe. Frage ist jetzt, wo ist der Typ hin? Wo ist... Ah, da ist er. Da ist er! Komm her! Das ist jetzt wahrscheinlich der... Schlösser? Schlösser? Wachmeister? Wie hieß der Typ? Ich weiß es nicht. Aber du kommst jetzt hier mal bitte her. Komm her, hier. So. Da habe ich den zumindest schon mal. Wo ist der andere jetzt schon wieder hin? Wo ist der andere jetzt wieder hin? Alles da. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen oder so, Giftfrosch. Wenn das unfreundlich ist, dass der eine geliebt ist, ne? Das ist sehr unfreundlich. So.
Die Frage ist einfach nur, wissen die Ritter, wenn der in irgendeinem Schrank ist oder sowas? Merken die das auch? Das wird mich nur interessieren. Sonst muss ich nämlich auch in alle möglichen Schränke gucken, nicht, dass er sich da drin versteckt. Nee, ach, scheiße. Dann wird der vermutlich irgendeinen Schrank hocken. Ach, der hockt hier. Ah, hallo. Was? Wie random. Wie absolut random. Wie absolut random das war. Das war so komplett random. Eine Sau geht in den Schrank. Ja, so am Ende hätte ich mir schon gut vorstellen können, dass ich denke, ah, ich verstecke mich jetzt im Schrank. Am Ende dachte ich, ich verstecke mich im Gebüsch. Vor allem, ich erwähne das gerade. Und genau dann ist der vor mir im Gebüsch und guckt mich da an. Sehr gut. Viel Spaß, Jakob oder so. Was zum Teufel hat der gemacht, dass da dieses Geräusch kommt? Ach so, der lag zu lange hier rum. So, ich sag mal so, prinzipiell jetzt ist zwar einer geliebt, aber ich habe alle umgebracht. Also, würde ich sagen, Mission erfolgreich erfüllt oder so, dafür, dass ich keine Ahnung habe, welche Perks ich nehmen sollte und so weiter, ne? Weil ich konnte bei Momentum Mori nicht sehen, was ich ja schade finde, weil das war tatsächlich eigentlich mein Ziel, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Sehr schade, aber ey, das war eine Runde, wo ich alle gekillt habe, ne? So ein, zwei Runden spiele ich noch Ritter, würde ich sagen, und dann können wir gerne zu Survivor wechseln.